In diesem Video erfährst du, wie du deine Schüchternheit überwinden und dein Selbstbewusstsein stärken kannst. Und glaub mir, du bekommst es hin. Hallo ihr Lieben, hier ist der Michael von jetztselbstsicher.de. Wie kannst du Schüchternheit überwinden und Selbstbewusstsein stärken? Nun, Schüchternheit, also so eine Verklemmtheit, Hemmungen, die du spürst, setzt sich normalerweise zusammen aus zwei Komponenten. Komponente Nummer eins ist Introvertiertheit. Introvertiertheit ist etwas, das ist angeboren. Und Nummer zwei ist mangelndes Selbstbewusstsein, Unsicherheit, mangelnde Selbstsicherheit. Und ich habe es gerade schon gesagt, Introvertiertheit ist angeboren, mehr oder weniger angeboren, beziehungsweise frühkindliche Prägung. Das heißt, das ist Bestandteil deiner Persönlichkeit und das ist etwas, was sich im Laufe deines Lebens nicht ändert und was du auch nicht ändern kannst und was du vermutlich auch nicht ändern willst, weil so bist du, so möchtest du auch bleiben. Unsicherheit dagegen ist eine Form von Angst und Angst ist immer etwas, was wir erlernt haben. Zumindest die meisten Ängste, es gibt ein paar Grundängste, aber alle anderen sind erlernt. Und das ist genau das, was hier passiert. Du erlernst gewisse Unsicherheiten, gewisse Ängste. Was kannst du jetzt tun? Nun, an der Introvertierte kannst du eben nichts ändern, du kannst an der Unsicherheit etwas ändern. Und da gibt es jede Menge Möglichkeiten, die ich biete, die du auf anderen Videos hier findest, die du auf meiner Seite findest. Und um jetzt dir sofort eine Möglichkeit zu bieten, ist, dass du dir zum einen bewusster wirst, dass das, was du zu sagen hast, das, was du tun willst, dass das auch für andere wertvoll ist. Denn gerade Introvertierte glauben oft, man müsse sich nicht so mitteilen und es ist für andere ohnehin nicht wichtig, es wäre nicht relevant. Doch, es ist für andere sehr wertvoll und andere Leute sind froh, wenn du dich mitteilst, wenn du dich einbringst, wenn du auf sie zugehst, wovon immer du dich bisher abhältst. Also dafür dieses Bewusstsein schaffen. Und der zweite Punkt ist, dass du in solchen Situationen tatsächlich einfach nicht lange überlegst, denn das ist auch eine typische Art von Introvertierten, erstmal zu überlegen. Und du kennst es vielleicht, dann überlegt man und überlegt und das ist vielleicht nicht gut und das könnte passieren und das ist schlecht und dann kommst du immer mehr ins Zweifeln. Und dass du dir antrainierst, in solchen Situationen einfach sofort zu handeln. Denn es ist in vielen Situationen besser, falsch zu handeln, als überhaupt nicht zu handeln. Und dazu möchte ich dich ein Stück weit ermutigen und wünsche dir viel Erfolg dabei. Alles Liebe, Michael von jetztselbstsicher.de. Ja, sei dir wirklich bewusster, dass du wirklich etwas zu sagen hast, was die anderen auch interessiert. Und überlege nicht lange, überlege nicht, bis die Selbstzweifel kommen, sondern fang einfach an zu sprechen. Das, was du zu sagen hast, ist wertvoll. Wenn dir diese Tipps gefallen haben, dann abonniere doch jetzt den Kanal und lade dir herunter mein E-Book, mein kostenloses E-Book, 5 Zaubertricks für mehr Selbstbewusstsein. Der Link ist gleich hier unten drunter.